die Sonne so rausgekommen ist, möchte sie nochmal ganz herzlich bei uns begrüßen und denke, wir werden heute viel Freude hier zusammen haben auf unserem Straßenfest. Freue mich, dass auch die Politik aus Neukölln so stark vertreten ist. An der Spitze die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Neukölln und Vorsitzende der CDU Neukölln, Stefanie Vogelsang, herzlich willkommen in Rudow. Daneben haben wir auf der Bühne die Bezirksverordneten aus Rudow, die heute auch als Ansprechpartner wieder für Sie zur Verfügung stehen. Fangen wir ganz links an, der Felix Kulig, stellvertretender Vorsitzender auch der CDU Rudow, Peter Marlow, der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung. Beide haben zusammen mit vielen Geschäftsleuten aus Rudow, mit Käsepaul und vielen anderen zusammen dieses Fest heute möglich gemacht. Deshalb auch nochmal herzlichen Dank an euch und Sie alle. Und dann haben wir hier Astrid Kress und Carola Loof, auch stellvertretende Vorsitzende Rudow, beide Bezirksverordnete im Rat aus Neukölln. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie Fragen, Probleme, Anregungen haben. Wir sind heute den ganzen Tag für Sie da. Und ich übergebe dann das Mikrofon an Stefanie Vogelsang für eine etwas späte, aber nichtsdestotrotz notwendige Eröffnung des Straßenfestes. Ah, lieber Sascha. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich muss näher rangehen, so ist so besser. So, also mit der Rudower Truppe, mit Sascha Steuer, mit Carola Loof, Astrid Kress, Felix Kulig und unserer Mittelstandsvereinigung, dem Peter Marlow, macht es wirklich besonderen Spaß, all die Dinge zu bewegen und anzupacken. Und ich finde, die Rudower sind eine richtig tolle Truppe. Und ja, wir wüssten gar nicht, was wir ohne diese Rudower hier bei uns in der Arbeit in Neukölln machen sollten. Es gibt ein paar frohe Botschaften, auch für Sie in Rudow. Ich weiß gar nicht, ob das jeder Einzelne schon weiß. Das Schönste aus Rudow ist ja das Rudower Loch. So, diesen Namen hat es bei uns in Neukölln, so in der Bezirkspolitik bekommen. Hier an der Straße vorne bei Ihnen, Alt-Rudow, Ecke Krokusweg. Und es gibt einen Bauantrag für dieses Rudower Loch und in wenigen Monaten wird dieses Rudower Loch beseitigt sein und es wird dort ein Nahversorger, zwar nicht der Wunsch so aller Träume oder das Ergebnis aller Träume, aber immerhin, es wird dort etwas entstehen und das Loch wird beseitigt werden. Das finden wir in Neukölln sehr, sehr positiv. Und dann wird zu 99,9%, bin ich mir da sicher, ein klitzekleines Teilchen der Sicherheit fehlt noch, Rudow auch in die wirtschaftspolitische Geschichte von Berlin eingehen. Wir werden nämlich in Rudow die erste große Ansiedlung eines Unternehmens haben, was sich hier ansiedelt aufgrund des Flughafens Schönefelds. Ein wirtschaftspolitisches Signal für unseren Bezirk. Wirtschaftliche Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren im Süden von Berlin wegen der Nähe zum Flughafen und damit auch hier bei uns in Neukölln vollziehen, an der Kanalstraße, direkt neben dem Kraftwerk, neben dem Holzkraftwerk, was dort ja gebaut worden ist. Bemühen wir uns seit langer Zeit darum, dass Mercedes-Benz, eine große Reparaturwerkstatt für LKWs mit über 500 Arbeitsplätzen ansiedelt. Der Vorstand von Mercedes-Benz hat beschlossen, dieses Investment zu machen. Der Bezirk sagt ja, einstimmig ja. Es hapert jetzt noch so ein kleines bisschen an der Zuwägung. Da stellt sich die Bürgermeisterin aus Treptow-Köpenick ein bisschen schwieriger an. Aber das kriegen wir auch schon noch hin, sodass wir ein richtig großes Werk von Mercedes hier nach Rudow an die Kanalstraße bekommen. Und ich finde das eine riesige positive Botschaft für die Entwicklung in Rudow, in Neukölln und in Berlin insgesamt. So, und heute ist Tag der Arbeit, 1. Mai. Ich freue mich super darüber, dass wir ein so wunderschönes Straßenfest hier wieder haben. Die Sonne lacht und jetzt freue ich mich auf einen Bratwürstchen. Vielen Dank, liebe Stefanie, Ihnen einen schönen Tag.